Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV. Das Profiteam des KSC als Zugpferd bei der großen Woche in Iffezheim. Am dritten Renntag stellen die Kicker den Pferden fast ein bisschen die Show. Bei freiem Eintritt und der Aussicht, die Fußballasse ganz nah zu erleben, strömen etwa 12.900 Zuschauer auf die Rennbahn. Für die Spieler ist das eine willkommene Abwechslung zum Trainingsalltag. Ja, bislang richtig gut, macht Spaß. Generell die Anlage ist sehr schön. Wir haben natürlich perfektes Wetter erwischt und ab und zu eine Wette abgeben, das ist ganz gut. Auch die Autogrammjäger kommen voll auf ihre Kosten. Höhepunkt des Renntages ist trotz allem der Blau-Weiß-Cup der Nachwuchsreiter und der zweijährigen Pferde. Natürlich werden die Wetten ganz gezielt platziert, mit ganz individuellen Methoden. Also ich habe jetzt persönlich auf die 3 getippt. Und warum? Ich finde, 3 ist halt so ein Mittelding. Ist nicht der Favorit, ist aber auch nicht so, dass der jetzt wahrscheinlich versagen wird. Einfach mal aus dem Bauch raus. Welche Nummer? 2. Ich habe versucht, natürlich das Vereinsvermögen zu mehren, aber ich habe meine 4er-Wette gemacht. Verrate natürlich nicht, wenn ich getippt habe. Gucken wir mal, aber ich habe da keine große Ahnung, muss ich zugeben. Wir waren gerade in Führing, haben mal die Pferde angeguckt und so aus dem Bauch heraus. Ich bin ja immer der Quotenjäger und ich habe Nummer 7, Wonderful Pearl, habe ich getippt. Der Jockey, eine Frau, hat die badischen Farben an, gelb-rot. Also ich denke, das Glück könnte auf meiner Seite sein. Ob für diese Entscheidung nun eher die Stute oder die Jockette ausschlaggebend war, bleibt wohl Orleshausens Geheimnis. Ich nehme es vorweg, am Ende sollte niemand Recht behalten. Ciel de Loire ist vorne vor Proud Citizen, Ciel de Loire mit Proud Citizen, Ciel de Loire. Ciel de Loire gewinnt gegen Proud Citizen. Dann war es, glaube ich, Pandora ganz knapp vor Kasuga Danon und Manisa. Ein gelungener KSC-Renntag neigt sich dem Ende zu. Beim nächsten Mal werden die Wetten vielleicht auch etwas erfolgreicher platziert. Eventuell reicht es dann ja auch zum eigenen kleinen KSC-Stadion. Der Karlsruher SC präsentiert Wildpark TV. Powered by Baden TV.